Hi, ich bin das Kleeblatt und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich gerne wieder einen Wochenplan erstellen mit euch zusammen. Einen Essensplan, einen Wochenplan, so wie man es halt sieht. Und heute haben wir Freitag, morgen gehen wir wieder einkaufen und deswegen dachte ich einfach, ich setze mich jetzt hier hin und werde diesen Wochenplan erstellen. Also Samstag von letzter Woche, also da wir ja noch ein Essen haben. Deswegen morgen machen wir Spätzlepfanne mit Spinat und Pinienkerne. Habe ich wieder dazu geschrieben. Und hatten wir so gedacht, dass wir am Sonntag Spare Ribs machen. Und was klingt dazu gut oder was isst man dazu? Ich würde einfach sagen, Pommes hört sich jetzt für mich erstmal gut an. Essen wir nicht so häufig oder vielleicht auch Kroketten. Schreibt mal unten in die Kommentare, was esst ihr dazu zu Spare Ribs? Das würde mich mal sehr interessieren. Und ja, also ich habe jetzt aufgeschrieben Pommes und Spare Ribs und dazu einen Salat, einen grünen Salat, einfach nur mit Gurke. Und ja, genau. Und Montag überlege ich gerade noch so ein bisschen. Das wollte ich eigentlich schon letzte Woche machen. Nudelsalat, da nehme ich dann auch mal diese fertigen Erbsen aus der Dose, weil die einfach schon vorgegart sind oder gegart sind und die Erbsen und Möhren kann man wunderbar dann in den Nudelsalat verwenden. Und dazu mache ich dann Frikadellen am Montag, genau. Montag muss immer das Essen sehr schnell gehen. Ich habe montags immer keine Lust oder die meisten Leute haben irgendwie montags keine Lust. Deswegen habe ich so einfach gedacht, was Schnelles und ja, dann ist man damit durch. Dienstag habe ich so überlegt gehabt, mache ich Kartoffelgratin, weil der sehr, sehr gut angekommen ist. Ich habe den letzte Woche auch schon gemacht, den Kartoffelgratin, und ich fand ihn sehr lecker mit Gemüse. Und ich habe so gedacht, vielleicht kann man dieses Mal ein bisschen Hackfleisch beimischen. Das klingt sehr, sehr gut und ich hoffe, dass es schmeckt. Also Kartoffelgratin mit Hackfleisch und Gemüse werden wir am Dienstag machen. Am Mittwoch, also mittwochs habe ich, also so um Hälfte der Woche, mache ich meistens immer so einen Eintopf oder eine Suppe. Ja, irgendwie sowas in der Art. Und ich habe einfach so überlegt, Am Mittwoch könnten wir ja einen Eintopf machen, grüne Bohnen Eintopf mit Rindfleisch und Kartoffeln. So, Donnerstag. Das habe ich noch nie selber gemacht, Shepherd's Pie. Das möchte ich jetzt einmal ausprobieren. Und ich habe dazu im Tesco beim letzten Wocheneinkauf von Knorr so eine Tüte ja gefunden, Shepherd's Pie, weil ich einfach das noch nie selber gemacht habe und das einfach mal austesten möchte. Deswegen gibt es bei uns am Donnerstag Shepherd's Pie. So, und am Freitag, da muss ich noch ein Rezept raussuchen. Am Freitag muss ich noch ein Rezept raussuchen. Ich möchte gerne mal wieder eine Gemüselasagne machen. Habe jetzt aber kein passendes Rezept mehr. Deswegen muss ich mir noch da irgendwie bei YouTube mal irgendwie schauen, ob ich da irgendeins finde. Dann hört sich für mich sehr, sehr lecker an. Eine Gemüselasagne. Genau. So. Ja. Was kann man jetzt Samstag essen? Was kann man Samstag machen? Mir fehlt noch eins. Thomas, hast du eine Idee? Wofür? Für Samstag. Mir fällt nichts ein. Was kannst du kochen? Alles. Pizza, Lasagne. Ich mache schon Gemüselasagne am Freitag. Chinesisch Wok irgendwas. Ja, wir können mal wieder chinesisch machen. Ist ja Wochenende. Ja. Mhm. Also mit Fleisch oder ohne Fleisch? Wir sind schon ein bisschen fleischlastig diese Woche. Weiß ich ja nicht. Also normalerweise würde ich mit Fleisch machen. Na, wenn nicht. Okay, dann machen wir chinesische Pfanne. Ja, klingt gut. Mit Gemüse und Putenfleisch und chinesischen Nudeln.
Ja, dann nehmen wir die anderen wieder, die waren richtig lecker, die wir letztes Mal genommen haben. Ja. Vom Lidl. Ja, ich glaube, dann haben wir es mal wieder für diese Woche geschafft, weil ich weiß immer nicht, was ich kochen soll. Und ja, ich würde es begrüßen oder es würde mich sehr freuen, wenn ihr in den Kommentaren mal reinschreibt, ja, was ihr so die Woche über kocht, was eure Lieblingsrezepte sind oder Lieblingsgerichte. Und darüber würde ich mich sehr freuen. Und auch über einen Daumen nach oben, darüber würde ich mich auch sehr freuen. Und ja, und wir sehen uns bestimmt bei meinem nächsten Video. Ciao!